Also, bringen wir das Baby nach Hause. Oh ja. Hector. Polly. Mo. Hallo. Hello. Hey ho. Willkommen zurück zur Open Game Night. Ich bin der Mo. Pauli. Wieso speierst du eigentlich nochmal? Weil. Hab ich vorher gespeichert. Ja. Echt? Nee, ich hab grad nicht gespeichert. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Ganz sicher nicht. Magst du einen Granatenwerfer mitnehmen? Was haben wir denn jetzt alles bekommen? Leg die scheiß Magnum weg. Ja. Und dafür schmeiß die Flinte keine weg, Munition genau. mehr. Die Magnum bleibt, man. Irgendwann brauchst du, ne? Aber den Granatwerfer nehmen wir mit. Aber ich kann, glaube ich, mal ein bisschen Pistolenmunition zurück. Jupp. Wie viel haben wir denn noch Pistolenmunition? 3 Schuss. Nee. Das ist die Flintenmunition, oder? Das ist eine verbesserte Pistolenmunition. Das ist die Magnum. Magnum. Ah, da hast du 4 Schuss. Da habe ich 4 Schuss. Da habe ich 20 jetzt in der kleinen. Das brauchen wir auch. Gucken, brauchen wir noch irgendwas? Nimm die Schrotze wieder mit. Nee. Ich habe ja keine Munition mehr dafür. Ach so. Aber vielleicht. Lass halt mal die Dinger auf, dann kann man wieder was mitnehmen. Chemikalien und so eine Scheiße. Ja. Was habe ich jetzt an Waffen? Yes. Flammen. Alles klar. Feuer hilft gut. Ja. In dem Spiel. Okay. Na, du musst links. Ja. Du musst links. Du musst links. Wir zocken Chachicha Chicho. Seven. Seven. Sind wir da nicht? Nee. Wir sind jetzt in einem Salzbergwerk oder so ein Scheiß und. Ah, darunter. Okay. Wir gucken mal, ob wir das Spiel nicht mal durchkriegen. Aber wir glauben, wir sind langsam gegen Ende. Ist das ein Salzbergwerk? Ja, ja. Sicher. Wissen, woher das weiß? Woher weiß ich das? Geh mal auf die Karte. Skadusch! Wow, cleverer Typ, Mann. Krasser Typ, ne? Wahnsinn. Oh, ich will da gar nicht rein, Mann. Ah, ja. Ah. Mittendrin in der Tür. Geil. Was? Aha. Man hört sie, ne? Hauptsache keine fucking Wasserleiche. Sind wir dahinter schon? Jetzt machst du roar. Ich dachte gerade, die sind gerade Blut, Blut. Räuber saufen Blut, Raub und Mord und Überfall sind gut. Hof vom Geigen klingt es, Hof vom Geigen klingt es, Raub und Mord und Überfall sind gut. Yes, yes, ja. Singst du das, oder? Das singt sie. Subway to Sally war es, glaube ich. Subway to City. Subway to Sally. Subway to City, genau. Subway to City. Oh oh. Ich lauf einfach weiter, ja. Crowd. Lauf, 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 lauf. Das ist ein Haufen rechts von dir noch. Ich komm aber nicht vorbei an denen, das ist mein Problem. Jetzt. Oh, elegant. Halt die Schnauze. Kleine Furze. Jawohl. Ja, jetzt mach. Keine Ahnung. Weiter. Gehen wir weiter. Ja, ich muss nur gucken, wo es da lang geht immer. Sie sind fucking starker. Ich komme nicht zurück. Okay, aber so geht's auch. Was war das jetzt gerade? Ich hab mal weggesprengt. Und es war dir selber scheißegal. Ja? Das ist mir scheißegal. Oh, scheiße. Okay. Nee, er lebt noch. Leck mich doch!
Dreck endlich. Dreckiges Mistvieh. Oh, jetzt langsam, glaube ich. Jetzt musst du da wieder Zeit lassen. Gut. Oh, jetzt so. Jetzt ist gut. Oh, oh. Leg halt ab! Leg halt ab! Heil dich. Oh ja, guter Plan. Da war ganz so, hey ho. Eher. Digga. Oh, oh. Zwei. Oh, fuck, fuck. Hab ich jetzt fuck. Was gelegt nochmal? Weiß, ich glaub nicht. Nochmal. Das war auch gut. Vorsicht, der Platz bleiben. Nö, der hat's überlebt. Ich schau mal, wie hoch klettern kann. Komm, komm. Kletter, 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 dann geht. Nein! Fuck! Ja. Nein! Ach, da machen wir da den Speicherpunkt, glaube ich. Ich hoff's. Sprenge sie gleich mal. Die Wichser, ey. Jo. Dicker Moldit. Dicker Moldit. Wenn dieses Ding auf einem Zugang kommt, da sollte man auf die Beine zählen, um diese Kreatur zu Fall zu bringen. Ah. Ah. Clever. Ich schieße einen Granatwerfer drauf. Komm schon. Komm schon. Ja. So, lala. Warte, warte. Warte. Le Bomb. Vorsicht, der Platz, glaube ich. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Kannst du wieder aufheben? Kann ich das. Gut. Blinde Munition. Starke Arznei. So. War hier noch was? Ja. Hab ich's doch gewusst. Ja, gut. Die Treppe mal auf, ne? Jawohl. Jawohl. Die Treppe. Die Treppe. Der Treppe. Ein Treppenblatt. Das Treppenblatt. Mich schnierte. Mich schnierte. Ich hab fast keine Bomben mehr. War ich fast ein bisschen zu großzügig. Ich glaub's gar nicht. Ah ja. Hier. Hier. Oder hier. Ja. Vielleicht doch eher hier. Ich würde gerne mal wieder Tageslicht sehen. Das würde mich ein bisschen beruhigen. Na, ohne Witz. Karte des Bergwerks. Wie groß ist denn das Ding noch? Na, Sumpf war es ja schon. Im EG, ja, ja. U1. Da waren wir auch schon ein bisschen. Da waren wir. Unten waren wir schon überall. Ja. Ich glaube, dann sind wir fast durch, oder? Ja. Wir müssen nur noch nach oben, ja. Wir sind ja. Im U1, da geht es dann wahrscheinlich hoch. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass es schnell geht. Ja, ich hätte mal wieder ein bisschen Bock auf Story. Und ich stehe gerade da an der Anspannung wegen diesen vielen Scheißviechern, wirklich. Ey. Ja, aber du machst das gut. Wie wahnsinnig. Alter, hey, wir sind im... Oh, oh. Oh, oh. Oh, nee. Schau mal nach links schnell. Die Omi. Und durch die Regale hat. Nee, doch nichts, okay. Nee. Wo ist die Oma? Ja. Schau sie mal nochmal an, die Puppe.
Jetzt die wird rumdrehen oder so. Ja. Ja, aber die war doch in der Demo auch schon da gelegen. Boah! Fick dich! Warte mal, das ist. Das war alles die Oma. Stimmt, wir sind dann dadurch. Die Oma ist die Ding, die Evelyn. Was? Echt? Was? Der hat doch in dem Bericht hat er geschrieben, dass die langsam graue Haare kriegt und so. Aha. Oh. Klingt logisch, oder? Abwarten. Alter. Abwarten. Aber es wäre schon das Shit. Brillant. Ja. Aber wieso ist denn so schnell alt geworden? Weiß nicht, einfach vielleicht wegen diesem... Kannst du an dem Telefon was machen? Nee. Ah ja, ich erinnere mich, das war sexy. Ach du Scheiße. Hey, Evelyn. Du bist es nicht wirklich, ich weiß. Ach, die stand da. Why am I seeing this? What am I grading this? Boah, das war hier echt übel, hey. Ja, da haben wir es sauber umgeachtet. Das war der Anfang, ja. Oh Gott. Vorsicht, jetzt, du weißt doch, links kommt dann die Fotze raus dann. Warte, geh raus. Nee. Ich wollte eigentlich schon sehen, was davon passiert. Ach, Unfug. Wir haben gar keinen Schatz irgendwie gefunden. Weißt du, diese ganzen Schatzdinger. Was ist denn auf dem Tisch? Auf dem Tisch? Haben wir da mit? Okay, Dreck. Ich brauch nichts. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Boah, das war übel. Genau das. Oh. Ah, sie hat quasi immer gesagt, mach das. Okay. It fucking hurts. Does it want to be my daddy? Then he can die. Die sehen sie aber echt ähnlich, die Oma und sie. Now it's Mommy's turn to kill you. Das könntest du mal gepflegt in die Haare schmieren. Gleich nach oben. Fräulein, jetzt bist du dran. Du kriegst jetzt so eine Ohrfeige von mir, die sich gewaschen hat, ja. Wirst schon sehen. Du kriegst so osmanische Schellen. Aber hallo, ja. Ja, da drin sind wir dann umgenockt worden, ne, vom sowieso. Vom Jack. Jack the Rental. Jacques Le Ripé. Es wird hell. Ja, aber ich glaube, keine Ahnung, ich bezweifle, dass wir die Sonne wiedersehen. Ah, links von dir, ne? Boah, fick dich! Oh Gott! Ich glaube, das war. Das ist alles noch Erinnerung. What? Oh Gott. Oh, hast du uns gerade aufgestellt? Oh. Where the fuck are you? Wo bist denn du? Dreh dich mal um. Treppe, glaub, runter. Wieder. Ja, Mann. Oh. Die machen mich wahnsinnig, du. Hat's mich gerade gerissen. Jetzt links, hat's. Ja. Komm, Fräulein. Hier was passiert? Nee. Also so meine mit der Mia zusammen? Nee. Oh, mit haut's gerade die Rückenhaar auf, ey. Oh. Ich würde dir gerne ins Gesicht schießen. No! Get that away from me! Ach, das ist ein Arsch. Bringt nix. Oder doch? Nein, ich glaub nicht. Nee. Es zieht mir auch nicht wirklich was ab, oder? Nee. Ich kann nicht einmal mehr. Doch, ich kann sogar ins Inventar schauen. Komm, ich nehme mal nochmal eins. Und hier raus kommen wir nicht. Hallo? Rüdigine? Ist die Poppe zusammen? Ja. Geht nicht. Da ist die Schublade, die wir offen. Die beschissene Scheiß-Schublade. Die
Scheiße, Gott, verdammte Scheiße. Ja, geh mal nach rechts. I don't wanna hurt you. Hallo. Hast du da Schaden? Ich versuche gerade. Ich weiß nicht. Ja, schieß einfach mal drauf. Das sind Erinnerungen, also eigentlich. Nee. Das ist Resident Evil, das ist alles möglich. Zieht mir nichts ab. Das ist nur Munitionsverschwendung. Ein teuer Erdbeben. Dann nimm die Pistel in die Hand. Ah, das ist nicht so schade, wenn du ein bisschen Munition verballerst. Dann nehme ich aber wieder die normale Munition. Ja. Aber doch nochmal dahinter schauen. Keine Ahnung, ich glaube, du musst die Räume so oft ablaufen, bis du alles gesehen hast. Ja. Das kann schon sein. Nein. Ach, die geht von allein wieder zu. Oder jetzt kommt wieder was. Boah, hör mal auf, ey. Es ist gerade schon ein bisschen Leben am Limit, hey. Das ist wirklich ein bisschen. Ich geh wieder nach oben, oder? Ja, hilft ja nichts. Sonst können wir nichts machen. Ja, lass mal Frieden. Zick, du hast den Laden zusammen. Tasse. Hey. Ja. Nee, geh hin. Okay, Schieße muss. Ja. L1 blocken. Ah, du musst nämlich immer blocken. Ich schieße mal nicht. Ah, das muss immer näher rankommen dann praktisch. Und blocken. Nimm mir die Spritze in die Hand. Ich kann sie nicht in die Hand nehmen. Und blocken. Heil dich. Ja, fuck. Oh ja. Ach, das sieht man da oben gar nicht. Nee, Mann, das ist schwarz-weiß gewesen. Shit, okay, nochmal. Aber machen sie echt gut gerade, muss ich echt sagen. Ja. Also, hey. Respekt, also richtig schöne Storyline. Ja, ich weiß, ich stand doch dran. Werfen einfach ein paar Bomben auf sie. Wir sprengen einfach das ganze Haus. So, Eveline. Und blocken. Und jetzt hin. Und nochmal. Komm auf. Und blocken. Yes. Yes. Ey, bei den Bitch haben wir dich dran gekriegt. Ist doch die Oma, das ist oder? Ist die Alte. Ich sag's doch. Krass. Alter. Clever. Sie sind ja ekelig. Oh nein. Hat sie uns gerade angekotzt. Ist ja gut so. Ist verdient. Dirne. Sogar den Stuhl hat's mitgeschmolzen, Mann. Oh oh. Hm. Schaut aber gerade nicht gesund aus. Ich würde sagen, wir gehen in die andere Richtung. Ich würde in die andere Richtung. Oh oh, nee. Den Magnum, gell? Ja. Ich schieße erst mit dem Ding. Aua, aua. Bitch. Okay, was passiert hier gerade? Wir leben schon noch, oder? Ja. Ja, ja, klar. Ja, sonst wäre ein Tubisch tot. Umbrella. Umbrella. Ich sehe nicht. Darf ich hinschauen? Alter. Oh. Wechseln. Ich kann nicht. Ah, da kann ich. Au, 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 au. Fick dich, du. Cool. Soll ich weglaufen? Nee, ich kann nichts. Ich lieg auf dem Boden.
doch nicht mein Füßlein. Ich dachte, mir haben sie umgebracht. Ja, darf ich? Halt die Fresse. Jetzt muss er doch tot sein. Ist das Inventar irgendwie rein? Nein, jetzt vor allem sowieso nicht. Oh, was haben wir da liegen? Ja, darf ich mal? Ich würde gern. Ja, ich würde gern. Was ist das? Nochmal Gegenmittel, oder? Ich glaub schon. Wo ist sie? Aber ist sauber erwischt. Also lass es halt. Jetzt zieh ich das nicht frei. Die ist tot. Oh, oh Gott. Hilf! Sonat! Sonat! Sorry, ich bin allergisch gegen Dramatik. Hilf! Ach, und das war schon wieder der dreifache Steigernießer. Ja, der steigische Dreifachnießer. Nicht der dreifache Steigernießer. Den vielleicht auch, aber. Ah, wo ist der Bruder? Das ist eine gute Frage. Fickt der gerade Eichhörnchen oder so? Man weiß es nicht. Nichts riskieren. Ober. Der fährt gerade nach Los Santos. Kann es sein, dass wir es durch haben? Ich glaube auch, ja. Ja. Oh yeah. Jetzt schauen wir wieder relativ fett aus, ne? Wir haben einfach erschossen. Ja, Mann. Guten Abend. Sehen Sie überhaupt was? Sehen Sie Schweiße? Das ist Chris. Jawohl. Ach, geil. Fett. Der muss auch in jedem Teil mitmachen, oder? Mhm. Muss natürlich. Ei. Gott, dann kam unsere Handtasche wieder. und das Hemd ist sauber. Ja, das ist natürlich. Nur kurz gewaschen. Können wir von hier wegfliegen? Nicht nach oben. Weg jetzt. Einfach weg. Schmeiß das Handy weg. Ja, mir würde echt interessieren, was passiert wäre, wenn wir die. Sorry. Also die Mia genommen hätten. Ja. Aber hat sie nicht verdient. Ist mir scheißegal, was die Evelyn wieder gemacht hat, aber. Das ist cooler Samsung. Ja, kann man es jetzt vielleicht einfach löschen? Vielleicht war es ja ein Galaxy. Werkseinstellung nehmen, man muss es wegwerfen. Galaxy Note 7. Letzte Bombe. Bam. Ja, Mann. Hintergrund geht alles in die Luft. They say that when one door closes, another opens. Aha. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. Uh-huh. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Diese alte Nudde. And these guys are here to clean up the mess. Ja klar. Die machen doch alles noch viel schlimmer. Aber das wundert mich. I had just come to terms with losing Mia the first time. Weil Chris ja eigentlich gegen Umbrella arbeitet. Ja, da stand aber nichts von Umbrella drauf. Das ist Mais, ja. I can see. Okay. It's closed. Jungs, wir haben's. Unglaublich. Alter. Geniales Spiel. Abartig. Wahnsinn. Es hätte mich gefreut, wenn man beim Zielen genauso schnell die Kamera hätte bewegen können wie auch beim normalen Rennen. Das war ein bisschen langsam. Aber ansonsten, wundervoll. Aber ich glaube, es gab noch irgendeinen Knopf, wo man sich schnell umdrehen konnte, ne? Ja. Oder irgendwie eine Tastenkombo. Nach L hinten und X, glaube ich, drücken. Mhm. Irgendwie sowas, aber naja. Mega. Also haben wir eigentlich von Anfang an nicht alles richtig gemacht, weil wir hätten von Anfang an einfach die Oma erschießen sollen. Ja, genau. Wir haben auch genug versucht. Ja. Das stimmt wirklich. Ja. So, erstmal gesehen, ich erschieße jetzt die Oma erstmal. Dann wäre nichts mehr passiert. Ja, eigentlich schon. Wäre alles rum gewesen. Nein, wir hätten Serum braucht, wir konnten die ja nicht einfach so umbringen. Ich glaube, dann wäre sie richtig mutiert und dann wären wir abgestunken. Das kann sein, ja. Krasses Spiel.
Hut ab. Mhm. Echt gut gemacht, hey. Wirklich echt gut gemacht. Ich bin äußerst beeindruckt. Ja. Ja, aber wir haben noch DLCs. Ach großer Gott. Ja, da ist halt die Frage, was das für welche sind und worum es da geht. Also ich schätze mal, es geht... Da machen wir uns mal schlau. Also das mit dem Bruder wird mir gerne wissen, was mit dem passiert ist. Mhm. Weil er war ja nicht infiziert. Oder? Der Bruder, natürlich, die haben's... Der hat doch einen Arm abgeschnitten ganz am Anfang. Der ist wieder da gewesen. Das habe ich noch gesehen. Ja. Aber was aus dem geworden ist, stimmt ja. Ja, wahrscheinlich im DLC. Wer weiß, wer weiß. Es war aber eine gute Mischung aus Action und Rätsel. Also ja, so wie die früheren Teile einfach eben. Stimmt, ja. Hat es mir wieder richtig Spaß gemacht. Manchmal ja. Ein bisschen, wo kommt denn das hin? Das braucht mir nichts. Ja, ich muss ja sagen, mit dem Bruder oder beziehungsweise mit dem Sohn von denen, den fand ich ziemlich geil, auch mit dieser Geburtstagstorte und diesem ganzen Scheiß. Ja, war schon cool gemacht. Die Goa-Party. Die Goa-Party. Ich fand's aber auch... Ich finde aber, das Spiel ist irgendwie von Folge zu Folge mehr gereift so. Also anfangs war es so ein bisschen actionlastiger, fand ich jetzt persönlich. Mhm. Und eher gegen Ende oder Mittelteil ist eher so spannend geworden und wirklich hier Haare auf den Rücken, auf ja, senkrecht. Stimmt. Und es war nie das Gleiche. Ja, das fand ich cool. Also klar hast du dann einen Gegner nach dem anderen gehabt von dieser Familie immer. Aber du hattest immer was anderes zu tun und musstest was anderes suchen. Ja. Fand ich geil. Ja. Fand ich echt gut, ey. Es ist nie linear geworden. Es ist nie langweilig geworden. Das Einzige, was mich interessiert, also was jetzt noch offen ist, ist eigentlich, mhm, ist, in welchem Zusammenhang das zu den Vorgängern steht, der Teil ja, jetzt. Das stimmt. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch eigentlich interessieren wird, weil die Story von Resident Evil ist genial. Da kannst du sagen, was du willst. Die Spiele teilweise scheiße, aber es ist super. Jedes Spiel, egal ob für ein Gameboy, für PlayStation, für sogar für ein GameCube damals, das Resident Evil Zero, das hat alles zur Storyline gehört. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt ist Revelations 1 und 2. Dann 5er und 6er, das 6er, was wir jetzt eben durch haben, fast eigentlich, ja, das hat alles zur Storyline gehört. Geht's eigentlich in jedem Resident Evil bisher um den T-Virus? Nee, es ist immer ein anderer Virus. Es geht immer um die Viren, ja, aber es ist in jedem Teil, es ist eigentlich... Also der Virus, der ist mir auch neu, das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz neuer Virus, dieser E-Virus wahrscheinlich. Ja. Es gibt ja ein T-Virus, es gibt diesen Ouroboros aus dem 5. zum Beispiel. Ja, es gibt im 6. war es. G aus dem 2. G gibt's auch noch. Ja. Was war es denn? Das ganze Alphabet gibt es irgendwann. Im 6er war es der. Also haben wir noch 20 Teile des Alphabets vor uns. So ungefähr. Evil auch. C-Virus war es. C-Virus war es zum Beispiel jetzt im 6er. Gibt es auch ein F-Virus? Ja, gibt es auch. Bestimmt Y-Virus. Einen Q-Virus. Ja, der Y, das ist das. Aber die heißen. Im 6er heißen die nämlich Chavos. Oh. Die Chavos. Chavos wissen, wer der Barbos ist. Die haben 1000 Augen im Gesicht. Ja. 1000? Ungefähr. Okay. Vielleicht auch 2000. Hast du gezählt? Ich hab nachzählt. Nee, aber echt krasses Spiel. Ey, ich hab mich schon lange immer so eingeschissen von dem Spiel. Ja, Mann. Ja. Oh Gott. Boah, also echt. Also ich sehe positiv wieder entgegen, weil die haben echt sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben für das Spiel. Mhm. Fand ich gut, dass sie dadurch jetzt eben längere Zeit eben nichts gemacht haben. Ja klar, Revelations vor 2 Jahren oder sowas, aber das ist ja auch nicht so... Das war eigentlich bloß so ein Nebenabweg. Na, ich glaube, die wollten mit diesem Spiel einfach neue Wege wieder gehen, dass sie sagen, okay, ja, sie machen jetzt einen Ego-Shooter draus, aber versuchen praktisch vom Spielcharakter her eher an die älteren Spiele anzuknüpfen. Ja. Und in Sachen Rätseln gut. Und Horror und sowas und Survival halt. Das haben sie sehr, sehr gut gelöst. Also ja, das war ganz groß. Ja, es fühlt sich auch wieder an wie so ein altes Resident Evil. Ja. Bloß obwohl halt Ego-Shooter, aber... Ja, es ist aus der Ego-Shooter. Aber weniger, ja, aus dem Ego-Shooter, ja. Aber ja, das hat funktioniert. Absolut, ja. Bis auf die Steuerung ab und zu mal. Also, ja, die funktioniert schon, aber ich glaube, das ist Übungssache einfach darin. Mhm. Ah. Oder ich hatte wieder einen kaputten Controller. Ja. Zeit, neu zu kaufen. ja, aber wie gesagt, es hat sich angefühlt wie ein Resident Evil. Vom Feeling her ja. Und allem ja. Drum und dran. Von den Rätseln her fand ich auch super. Oh. Aber es war echt die Oma, hey, Wahnsinn. Aha. Aber clever. Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet eigentlich, dass die sich irgendwann verwandelt. Und dann, wo ich ja, stimmt, irgendwas über den muss Bericht, mit der. Da habe ich so jetzt vorhin eben noch mal kurz nachgedacht, also Moment mal. Den grauen Haaren, ja. Grauen Haaren, ja. Ja. Sie wird älter. Ich habe mir auch so, die hat doch schwarze Haare, warum hat die graue Haare? Ja. Und da, als ich den Rollstuhl gesehen habe, da dachte ich mir, oha, jetzt. Ja. Mhm. Also, Respekt. Wir hätten sie einfach gleich erschießen sollen. Ja, Mann.
Direkt. Direkt. Wie man es die ganze Zeit schon wollte. Kopfschuss. Na, wir wollten die Mia die ganze Zeit den Kopf schießen. Ja, haben wir gemacht? Nee, wir haben ja eine Brechstange durch den Wanz durchgejagt. Ja. Fand ich auch gut. Fand ich spitze. Aber ich hätte die Brechstange gerne mitgenommen. Deswegen finde ich das Spiel scheiße jetzt. Ja, es kotzt mir an. Bin unzufrieden, richtig unzufrieden. Ich hätte gerne mehr Kraut gefressen. Die Brechstange ganz zum Schluss. Ich habe mir vor, diese Evelyn, dieses Mädchen steht und so da und macht diese Druckwellen und der Typ wirft einfach so dieses Brecheisen in ihren Kopf. So. Bing! Das ist so eine riesen Beule am Kopf. Kann ich jetzt eigentlich die Kräuter so direkt benutzen? Kannst du ja. Kann man. Ah, okay, ja, hätte mich gewundert eben, wenn nicht. Also reinbeißen, dann. Oder drehen und rauchen. Das ist mir alles egal. Ist mir egal. Dann setzt er sich einfach hin und rührt sich so für 2 Stunden und guckt einfach so durch die Gegend. Ja, aber krass, hey, krass. Echt gut gemacht, echt gut. Großes Lob an Capcom. Ten. Toll, jetzt müssen wir wieder was auspiepsen. Warum? Nein, Spaß. Das sind Japaner oder das sind Chinesen? Heiko, magst du mir die Cola geben? Die steht direkt neben dir am Boden, vor dir. Genau. Oh. Ja, wir müssen uns jetzt dann mal umschauen, was es an DLC gibt. Ja. Ja. Und wir haben es vor dem Alex sogar noch geschafft. Fertig gemacht. Ja? Der hat doch 9,5 Stunden gehabt. Ja, 9 Stunden. 8. Na, da sind wir schon drüber gewesen. Oder 8,5 oder kurz vor 9. Also wir könnten also Glück haben. Der Alex hat direkt 9. Und der Pauli furzt auf meinen Sessel. Nein, der Draufstuhl. Aber was habe ich erwartet? Das ist, mit der Antwort hätte ich rechnen sollen. Richtig. Ah. So. Hat's euch auch so gut gefallen wie uns? Ich fand's super. Habe ich eigentlich die Merknamen einmal benutzt? Nö. Zum Glück habe ich dafür alles rausgeschmissen. Meine ganzen tollen antiken Münzen. Ja, eine hätte es noch gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir zum Schluss hatten. Ich glaube, das. Ja, wir haben fast alle bis auf eine gefunden. Ich glaube, die letzte, das ist die vom Vorgänger. Hahaha. Was? Ich habe euch doch erzählt, dass... Aus der Demo, dass da dass auch eine Münze die Demo, gibt. Dass du am Schluss, wenn du alles richtig machst, eine antike Münze bekommst, die du im Spiel brauchst. Ich habe aber das richtige Ende. Und dann hast du eine antike Münze bekommen. Ja gut, wir haben Mia nicht kalt. Nein, ich meine von der Demo. Du konntest in der Demo, also in dem Teaser, konntest du anscheinend eine antike Münze kriegen. Aber davon weiß ich nichts. Keine Ahnung. Aber ich habe das wahre Ende dann auch gespielt. Mhm. Ja, und ich habe nichts dafür bekommen. Also so stand und sonst hätte ich sie ja hier. So stand es halt zumindest mal drin. Ja. Was sind das eigentlich für eine crazy Musik, Mann? Das sind die Japaner, / Chinesen. Ah. Das ist crazy. Was denn? Ich schaue gerade wegen Dings, Soul oder Mia. Mhm. Und... Spoiler Alert. Ja. Obacht, weghören. Ja, wir spielen es eh nicht nochmal. Na, wir nicht, aber vielleicht wollen es ja andere daheim spielen und sagen, ich will rausfinden, was dann passiert. Wie viel Endgegner? Das frage ich mich gerade. 17. 2. Ja, dachte ich mir schon. Und zwar? Ja, warte, ich kann nicht so schnell lesen. Hey. Warte. Wir warten alle total gespannt. Nun habt ihr nur noch ein Serum. Ihr auch 2 Personen, zwischen denen ihr euch entscheiden müsst. Also, Spoiler kommen jetzt. Kommt jetzt weg können. Entscheidet ihr euch für Zoe und lasst eure Frau Mia zurück, erfahrt ihr etwas mehr über Mias Geschichte. Entscheidet ihr euch für Mia, erhaltet ihr das gute Ende. Das haben wir gar nicht, das gute Ende. Egal. Die Bitch hat's verdient, die hat uns einen Arm abgesägt, Mann. Damit ihr Zoe das rettende Serum gibt, dann haben wir halt das Ende. Ja. Warte, ja. Aber passiert dann trotzdem das so die gleichen... Der gleiche Levelaufbau, die gleiche Szenerie, ich glaub schon. Also auf dem Schiff und dann wieder in der Mine. Warte, ich hab's gleich. Ja, ihr werdet halt praktisch an Land gespült, du und Mia dann. Okay. Dann geht's eigentlich gleich weiter. Ach so, also kommt man dann gar nicht ans Schiff.
Doch, doch, genau dasselbe. Ach so. Nur anstatt dass. Und Mutter hat ja gerade Zoe zerlegt. Ja. So ist halt die quasi da und hat keine Hoffnung mehr für eine Rettung und du fliegst halt mit mir und Ethan ins Wasser stattdessen. Okay. Und dann okay, geht's genauso weiter eigentlich. Ah, okay, okay, okay. Ach, deswegen war die Mia auf einmal auf dem Schiff. Und hat ja, versucht zu retten. Stimmt, ja. Ja. Ah, okay. Aber wie ist also, sie da hingekommen? Ist gar nicht mit uns mitgefahren. Also im Endeffekt ist es eigentlich dasselbe. Sneaky Bastard. Naja, vielleicht ein anderes Endvideo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es war wie immer ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Oui. Also ich hatte nicht so viel Spaß. Jetzt im Schluss haben wir echt ein paar Mal eingeschissen. Ja, also wenn einem die Rückenhaare so aufgestellt. Oh, das ist richtig ekelhaft. Boah. Und wenn die Gänsehaut eine Gänsehaut bekommt. Ja, genau das. Hört es immer noch nicht auf. Komm, ja, müsst jetzt aber gleich. Das hoffe ich doch einmal. So. Und das ist alles Text. Mhm. Vielleicht sind da, stehen da ja in Wirklichkeit lauter deine Mutterwitze oder so. Das wäre voll geil. Oder ein Kochrezept oder sowas. Finde ich auch spitze. So richtig gutes Essen, Mann. Also im Endeffekt. Der Alex hat uns, der hat uns um 7 Minuten geschlagen, der Alex. Hat er glatt 9 gehabt? Der hat glatt 9 gehabt, ja. Lass mich mal seine Stats also raushauen. Also ich habe nochmal nachgelesen. Also ich weiß, es kommt das Ende jetzt ein Unterschied. Das sage ich aber jetzt nicht. Gut. Das müsst ihr selber rausfinden. Ich sage euch nur, dass es ja, da einen Unterschied der gibt. Der Alex hat uns um 7 Minuten geschlagen. Ach, scheiße. Neuversuche. Er hatte 20. Aber wir haben einen Mr. Everywhere mehr. Ja, also wir haben gewonnen. Eine antike Münze mehr. Also haben wir gewonnen. Mhm. Akten gelesen. Hat er 25? Ah, der faule Sack. Er hat 24 Mal die Inventarbox geöffnet. Okay. 44 Mal Arznei verwendet. Ja, du warst ja eher sparsam unterwegs. Ja, brauchte kein Mensch. Kein Stabilisierer und 2 Mal Steroide. Ja. Ja, Alex, die Runde geht an dich. Nee. Also mit der Zeit. Das Schwierigkeitsgrad hat er? Auch normal. Okay. Hätte er jetzt nämlich leicht gehabt, dann hätten wir eh gewonnen. Na, dann ist sowieso. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Warte mal, drück mal auf OK, vielleicht kommt noch irgendwas. Okay. Mein Controller ist aus, Moment. Schwierigkeitsgrad, Irrenhaus, Waffe, Albert 01. Was? Okay. Ah, cool. Was ist der Albert? Objekt, die Geheimnisse der Verteidigung? Ah, lernen wir endlich, wie man sie verteidigt. Okay. Ja! Ah, cool. Alles klar. Ich habe kostenlos gelesen. Dann wissen wir ja, was demnächst passiert. Dun, dun, dun. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich war der Mo. Ich war der Paul. Ich war der Hector. Und mach's gut. Pfiati. Servus. Oh, es ist vorbei.